Deine Ignoranzstufe kannst du dir in die Tonne treten, du Loser. Wenn du hier einen auf Macker machen willst, dann verpiss dich. Da bist du im falschen Streamer erwischt. Gleich mal vorab für alle, die jetzt gerade in Irrtum aufsitzen. Ich bin am Zeichnen. Das heißt, ich würde jetzt hier rumsitzen und einfach nur Musik hören, während ich ein Bier trinke, einen Rauch und mal zeichne hier. Und ich habe mir gedacht, ich schalte währenddessen den Stream ein, weil ich zwischendurch den ganzen Tag keine Zeit habe zum Streamen aktuell. Ich habe mir gedacht, bevor ich gar nicht streame, streame ich lieber dann in der Situation, wenn ich sowieso nichts anderes zu tun habe. Oh nee, dafür habe ich jetzt keinen Nerv, Alter. Sieht so scheiße aus. Ah, Mann. Ich zeichne seit meinem zweiten Lebensjahr. Und ich meine wirklich zeichnen. Aber ich habe nie mehr hingekriegt als ein paar Strichmännchen. Ich kriege das Gesicht halbwegs gut hin. Ich kann ein schönes Gesicht malen. Ja, ich kann ein schönes Gesicht malen. Und dabei kommt dann ein Strichmännchen raus am Ende. Weil ich den Rest vom Körper nicht malen kann. Nur mal, um ein Beispiel von einer Figur zu malen. Von einer Figur zu sprechen, was ich zeichne. Das, was ich hier mache, ist vom Optischen her viel einfacher als ein Mensch oder als eine Figur. Aber das kann ich trotzdem vergessen. Eigentlich darf ich das gar keinem zeigen. Was schlecht ist, was für jemanden ist. Das sieht ja besser aus, wenn es fertig bemalt ist. So kann ich es jedenfalls nicht lassen. Bei meinem Zeichnen ist das Problem immer schon gewesen. Ich habe eine extrem gute Vorstellungskraft. Ich weiß, wie das Bild aussehen soll, wenn es fertig ist. Ich krieg's nur nicht aufs Papier. Ich habe schon als Kind immer versucht, alles so detailgetreu wie möglich zu malen und zu zeichnen. Aber keine Chance. Das ist nicht dein Ernst, Alter. Ich habe 5 verschiedene Rosen, keine ist die richtige, Alter. Du willst mich doch verarschen. Alexa, schau das Studio auf weiß. Alexa, schau das Studio auf weiß. Vielleicht kriege ich das ein kräftiger. Alexa, schau das Studio auf blau. Und anstatt dauernd zu meckern, schau einfach, was dir gefällt, anstatt herzugehen und dich über das aufzulegen, was du schaust. Aber ich sehe dich seit ungefähr einer halben Stunde oder was nur am Meckern. Das ist echt anstrengend, so zu sitzen die ganze Zeit. Ich kann einfach so tief zum Zeichnen. Ich persönlich finde den Geruch vom Nebel ehrlich gesagt sogar recht angenehm. Eines der Sachen, die mir früher in der Disco am besten gefallen haben. Erinnert mich an bessere Zeiten, wenn man so will. Ich kann euch sagen, was ich gezeichnet habe. Ich kann es euch aber nicht zeigen, weil da auch noch Namen draufstehen. Ich habe einen Anker gezeichnet, der auf einem Rettungsring liegt oder in einem Rettungsring liegt. Wer sagt, dass der Anker für eine Frau ist? Die Bedeutung dazu. Gibt keine Bedeutung. Ich habe einfach ein Bild gemalt und das habe ich jemandem geschickt. Dann kann ich jetzt noch in Ruhe eine Kippe rauchen. Oh, es ist ein schönes Lied. Ist auch ein schöner Film. Ich liebe ja Disney-Filme. Mit Vajana haben sie mal wieder einen richtigen Volltreffer gelandet. Ich glaube, es hat lange gedauert, bis die mal wieder einen richtig guten Film gebracht haben. Ich meine, auch Rapunzel und so weiter, also die Verfilmung war auch, also der Zeichentrick war auch sehr schön. Aber Vajana war echt wieder mal richtig Bombe. Richtig oldschool, richtiger oldschool Stil.
Ihr könnt so viele Vermutungen aufstellen, wie ihr wollt. Wenn ich eine Erfahrung gemacht habe im Laufe der letzten 7 Jahre auf YouTube, davon 5 mit den Hatern, eure Vermutungen sind ungefähr zu 1% zutreffend, zu einem von 100. Also ihr trefft 99 Mal daneben. Wenn ihr einmal trefft, das ist echt Glück, Alter. Das Witzige ist auch, dass ihr immer Lügen hinstellt, wo überhaupt keine Lügen sind. Dieser Lügen-Counter von damals fand ich sau witzig, weil der Lügen-Counter von den ganzen Lügen war vielleicht ein Zehntel waren wirklich Lügen, wenn überhaupt. Es gibt nur ein paar Sachen, die die Leute mir nicht zutrauen oder nicht glauben, dass ich gemacht habe oder mache. Oder auch generell andere Sachen. Als Beispiel. Das, was ich ja mal im TS gesagt habe, war natürlich pure Übertreibung, was zum Beispiel die Sache mit dem Bogenschießen angeht. Oder Bogenschießen habe ich, glaube ich, gar nicht erwähnt. Die Sache mit dem Messerwerfen war natürlich pure Übertreibung. Dass ich das allerdings eine Zeit lang gemacht habe, stimmt. Ich meine, ganz ehrlich, wenn ich mit Leuten im TS bin, die wollen doch Übertreibungen hören. Die warten doch nur drauf. Dass ich Messerwurf mal gemacht habe, Zeit, und das stimmt. Aber dass ich das natürlich jemanden auf Fliege vom Ohr kicken kann, das ist natürlich übertrieben. Aber das ist ja offensichtlich übertrieben. Ich habe nicht gelogen. Ich habe die Wahrheit ausgeschmückt. Das nennt man übertreiben. Das gleiche gilt übrigens auch für den Kampfsport. Das mit dem Kampfsport stimmt ebenfalls. Das ist auch keine Lüge gewesen. Nur, dass es halt schon mittlerweile fast 15 Jahre her ist, dass ich Kampfsport gemacht habe. Und zu dem Zeitpunkt, wo ich es erzähle, war es 10 Jahre her. Also, ich bin nun mal ein Mensch, der schnell zunimmt, wenn er keinen Sport macht oder sich nicht viel bewegt. Und wenn ich halt, als ich aufgehört habe mit dem Sport, habe ich natürlich weniger mich bewegt, habe aber genauso weitergefuttert wie vorher, also habe ich zugenommen, nicht Sau. Ich habe lange gehen lassen. Naja, 10 Jahre halt, ne? Oder 8 Jahre waren es damals, glaube ich. Als ich im TS war, also im TS damals war ich etwa, wie alt war ich denn da, 22? Ne, da war ja schon 23. Und mit 17 oder 18 habe ich aufgehört, oder mit 16. Weiß es nicht mehr, ist alles schon so lange her. Damals war es, 10 Jahre waren es vielleicht nicht ganz, aber irgendwas in der Richtung. Ist doch auch egal, es ist lange vorbei. Ach, meine Fresse, ihr könnt euch ja auch echt nur aufregen, Alter. Ja, ich esse tatsächlich sehr viel Gesundes. Ich esse aber auch sehr viel ungesunde Scheiße. Übrigens nicht zuletzt auch wegen euch. Also wegen ein paar von euch. Ich meine, ich habe hier eine fette Duplo-Schachtel bekommen, ja. Übrigens ist die seit einer Woche offen oder was. Ich habe da vielleicht 3 Stück rausgenommen. Ihr macht euch da immer drüber lustig, was ich alles so sage. Aber bei mir ist zum Beispiel die Sache, es gibt kein Gemüse, das ich nicht esse. Also ob es jetzt Zwiebeln, Kartoffeln, Brokkoli, Blaukraut, Rosenkohl. Was gibt es noch alles? Ich zähle jetzt vor allem die auf, wo sehr viele nicht mögen. Oder wo ich weiß, dass immer sehr viele Karotten, Gurken, Tomaten, Paprika natürlich auch, Chili esse ich auch gerne. Es gibt eigentlich kein Gemüse und auch kein Obst, was ich nicht mag. Es gibt, ich glaube, das Einzige, was es wirklich gibt, was ich nicht mag, sind 1-2 Obstsorten. Also 1-2 Obstfrüchte, wie auch immer. 1-2 Früchte, die ich nicht mag. Aber das ist dann auch schon alles. Also ich esse von Gemüse über Obst wirklich alles. Ich meine Schublade hinten ist voller, als sie jemals war. Und hinter mir die ganze Schublade ist voll. Ja, ich meine, was habe ich denn hier alles drinnen? Ich habe 5 oder 6 Tafeln weiße Schokolade drinnen. Na, komm her. Dann habe ich diese kleine Schokolade mit einem Keks drinnen. Dutzende Bonbons. Ein paar Sachen sind jetzt auch gerade im Schlafzimmer noch. Dann halt die Duplos, davon habe ich noch eine ganze Schachtel. Ich habe davon noch eine 2. Schachtel da, von den Duplos. Dann habe ich, so eine Schachtel habe ich auch noch von den, die sitzt ganz hinten eingeklemmt. Ich habe auch noch so eine Schachtel mit Kinderriegeln. Habe ich auch noch 2 Schachteln da, weil mir irgendein Wahnsinniger die ganzen Süßigkeiten geschickt hat. Die Süßigkeiten kann ich verschenken. Ist das so? Ich habe erst heute 2 Tafeln Schokolade verschenkt, weil ich so viel da habe. Ich hatte ursprünglich von den Bäckchen Duplos, weil mir da irgendwie 2 Leute auf die Idee gekommen sind, Duplos und Kinderriegel zu schenken, habe ich auch schon jeweils ein Päckchen verschenkt. Ich hatte zu Ostern
Was habe ich zu Ostern gekriegt? Dieses riesen Paket. Ich glaube, da waren 15 Ü-Eier oder was drin. Das habe ich sogar auf YouTube gezeigt, das Paket, wie ich es ausgepackt habe. Da waren 15 oder 20 Ü-Eier drinnen. Die Hälfte von denen habe ich an die Kinder von meinen Kumpels geschenkt und von meinen Freunden. Ich verschenke ständig Süßigkeiten und generell irgendwas. Irgendjemand hat mir vor einiger Zeit ein paar Videospiele geschenkt. Leider waren da zwei dabei, die ich auch schon selbst gekauft hatte vor langer Zeit. Vielen Dank auch mal an der Stelle. Ich glaube, ich habe damals auch schon gesagt, das ist schon bestimmt ein halbes Jahr her. Dann habe ich einfach auch mal die zwei Videospiele, habe ich auch einfach mal ich habe meine dann weitergeschenkt, weil meine waren ja schon gebraucht. Aber trotzdem, ja, also ich habe dann auch die weitergeschenkt, weil es einfach so viel ist. Ich habe ein Videospiel habe ich dreimal bekommen. Also einmal habe ich es selbst gekauft und zweimal es geschenkt bekommen. Hä? Voll übertrieben. Das war noch nicht mal eins, was in meiner Amazon-Wunschliste drinnen war. Du hast recht, eigentlich könnte ich alles an Süßigkeiten verschenken. Allerdings ist es ja auch an mich geschenkt worden. Das sind ja Leute, die hergegangen sind, die sind durch den Laden gegangen oder haben geschaut, was sie kaufen und haben das ja bewusst für mich ausgesucht und absichtlich für mich das ja gekauft haben. Ja? Ich sag dir das Gleiche wie das, was ich vor 5 Jahren schon gesagt habe, als mich jemand gefragt hat, wo siehst du dich in 5 oder 10 Jahren? Ich weiß es nicht. Es kommt darauf an, wo ich hinkomme. Ich bin da egoistisch. Ich verschenke den Großteil von meinen Süßigkeiten, die ich kriege. Aber die wenigen, die ich behalte, die futtere ich ja nicht alle auf einmal. Ich sehe das so. Wenn du abnehmen willst, dann kannst du auf die Süßigkeiten auch verzichten. Aber man muss ja nicht ganz drauf verzichten. So einen kleinen Happen kann man mal essen. Ist ja nicht so, dass ich den ganzen Tag mich mit Schokolade vollstopfe. Außerdem, ich nehme im Winter immer ein bisschen zu, im Sommer nehme ich wieder ab, weil ich mich im Sommer viel mehr bewege. Auch viel hinten im Garten. Vor allem seit letztem Jahr jetzt. Ja, wenn du ganz darauf verzichtest, dann isst du irgendwann hast du irgendwann so einen Heißhunger, dass du alles futterst. Ja, jetzt pass auf, weißt du, was das Geile ist? Das habe ich jetzt ich habe in den letzten 2 Wochen eigentlich jede Woche 1 oder 2 Päckchen mit Süßigkeiten gekriegt. Kein Scheiß. Ich habe jetzt nicht alles erwähnt, weil es zu viel wäre. Aber ich habe in den letzten 2 Wochen fast jede Woche 2, 3 Päckchen Süßigkeiten bekommen. Manchmal wegen weniger, manchmal wegen mehr. Unterschiedlich natürlich von Person zu Person. Aber ich habe generell in den letzten 6 Wochen gemerkt, in den letzten 2, 3 Monaten, dass ich immer weniger Süßigkeiten esse. Obwohl ich welche da habe. Einfach deswegen, weil ich sie nicht mehr sehen kann. Eigentlich muss man halt die Kunst besteht nicht darin, wenn man abnehmen will, auf Süßigkeiten zu verzichten, sondern darin, dass man wirklich auch die Maße kennt. Und ja, ich bin in den Maßen auch nicht ganz so gemäßigt, wie ich gerne wäre. Komischerweise sind die Leute immer im Internet nicht schüchtern. Aber im Real Life sind sie dann immer alle so kleine Mäuschen. Wann hast du das letzte Mal Sport gemacht? Gestern? Was für Sport? Ich habe so einen Boxbeutel, den man so dagegen donnern kann. Da habe ich mir gestern ein bisschen mal Wut ausgelassen und ein bisschen Basketball gespielt. Aber nicht lange, weil die ganze Zeit Idioten vor meinem Haus waren. Wird bestimmt wieder irgendwas auftauchen. Zieh da doch weg. Auf die Diskussion lasse ich mich nicht ein. Das ist Schwachsinn, was du sagst. Man sollte durchaus trauern, wenn man traurig ist. Weil wenn du nicht trauerst, wenn du traurig bist, frisst du das in dich rein. Und dann hast du ein richtiges Problem. Bleib mal ständig im Haus, dann werf es deine Fenster ein. Ihr stellt euch das alle immer so leicht vor. So einfach ist es gar nicht, wie ihr euch das immer vorstellt. Chuxi, ich hab deinen Unfug jetzt lang genug geduldet, du Arschloch. Ich schreibe morgen eine Matheprüfung. Hast du irgendwelche Tipps? Ja, geh schlafen. Unverständlich für mich, wenn du morgen eine Prüfung hast, dass du um die Uhrzeit noch wach bist. Bitte mach das Tor! Öffne dieses Bier! Skull. Nicht, dass ich mich stören würde, aber mir fällt gerade auf, dass ich im Trending ganz unten bin, lol. Nicht, dass ihr jetzt falsch versteht, das stört mich nicht, aber ich find's lustig. Früher war ich immer auf Platz 1 beim Trending. Andererseits kann man es nachvollziehen, wenn ich so lange nicht mehr gestreamt habe.
Wann warst du das letzte Mal im Urlaub? Was verstehst du unter Urlaub, ist die Frage jetzt. Der wilde Wassermann. Oh. Ich habe noch nie Urlaub in einem anderen Land gemacht. Zumindest nicht mehr als einen Tag. Ich war schon in Frankreich, ich war schon in Frankreich, in Österreich, in der Schweiz, in der Tschechei. In den Niederlanden war ich schon, aber überall immer nur irgendwie für einen Tag. Und in Frankreich war ich nur so an der Grenze von Frankreich. Genau so ist es nämlich, Leute, das müsst ihr euch alle merken. Ja? Man ist nicht immer genau das, was man sieht. Weder wie ihr euch selbst seht, noch wie andere euch sehen. Schaut tief in euch und überlegt, seid ihr wirklich so, wie andere euch sehen? Wollt ihr wirklich so sein, wie andere euch sehen? Oder wisst ihr genug über euch, um zu wissen, wer ihr seid? Ich für meinen Teil bin der Meinung, ich weiß es, was ich bin. Ich weiß, wer ich bin. Ich ging wie ein Ägypter, hab mit Tauben und ich weiß auch, was ich will. Ich will ein Symbol gegen Mobbing darstellen und zeigen, dass man sich Mobbing nicht unterordnen muss. Glaubt daran, dass ihr das, was ihr machen wollt, auch wirklich schafft. Und arbeitet daran, dass ihr es schafft, dann wird es auch funktionieren. Glaubt mir, ich weiß, wovon ich spreche. Ich kann nicht singen und habe es trotzdem geschafft, mehrere Songs rauszubringen, mit Hilfe natürlich, aber trotzdem. Hilfe anzunehmen, wenn man sie benötigt, ist nicht falsch. Und wenn es funktioniert, ist es sowieso perfekt. Kämpft dafür, ihr schafft es. Ich habe auch den Weg gegangen und ich habe es geschafft. Zumindest zu einem gewissen Teil. Ich will nur meine Ruhe, aber du fuckst mich ab. Ne geile Zeit. Geblockt habe ich dich nicht, aber ich habe dich nicht mehr in der Liste. Weil wir eh nie Kontakt hatten. Ich habe nie Leute drinnen, mit denen ich keinen dauerhaften Kontakt habe. Geile Zeit. Dein Ernst? Ja, das ist mein Ernst. Kein Stress jetzt, Alter. Ach übrigens, du solltest vielleicht mal mit deinem Kumpel reden. Wie heißt das? Habe ich den Namen vergessen. Mit Hans Entertainment. Der blöde kleine Wichser will tatsächlich eine Veranstaltung bei mir zu Hause machen, bei denen Eier auf mein Haus geworfen werden. Also ganz ehrlich, nur mal so ein Tipp am Rande, dass du mal, keine Ahnung, mit dem reden kannst, wenn du Bock hast. Ich dachte, du bist ein Kumpel von dem. Gut, dann war das wahrscheinlich eine Fehlerinfo, sorry. Nein, ich wollte eigentlich jetzt dann nur noch 2-3 Songs spielen, dann wollte ich offline gehen eigentlich. Ich wusste nicht, wie du meinst. Ja, Hans auf jeden Fall. Das ist echt ein blöder kleiner Wichser. Wenn er mir irgendwann mal wirklich über den Weg läuft, dann werden wir mal schauen, ob wir mal wirklich einen Boxkampf machen. Ey, dann gelten da Street Fighter-Regeln, Alter. Und dann wird er mal sehen, ob ich meinen fetten Fuß wirklich in seine Fresse donnern kann. Weil ich persönlich bezweifle, dass er mich wirklich aufhalten kann, wenn ich ihm wirklich eine verpassen will. Weil im Gegensatz zu ihm habe ich wirklich Kampfsport gemacht, viele Jahre lang. Ich bin sauer, dass du mich, was, dass ich was hab? Ich hab dich nicht geblockt, ich hab dich nur aus der Liste genommen. Ich hab dich aus der Friendlist rausgenommen, weil ich nie viele Freunde in der Friendlist hab. Eigentlich ist dieser Discord-Account ist eigentlich nur für 3-4 Leute gedacht. Das ist nicht persönlich gemeint gewesen. Ich dachte eigentlich, ich hab's dir auch geschrieben, dass ich dich rausnehme. So, über 3 Stunden gestreamt, Leute. Das muss für heute reichen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, ihr seid beim nächsten Stream wieder mit dabei. Bis dahin, euer Drache und haut rein. Tüdelü, tschü, adieu, bleibt schön.